Ali Schatz, alles Gute, alles Gute. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Bibi? Ha, den nehmen wir mit. Wir haben nämlich heute Nummer 18 am Start. Die machen wir mal auf. Der kommt weg. Hier haben wir wieder die Brocken drin. Es ist halt immer das Gleiche jeden Tag. Es ist halt einfach, naja, das war schon cool, wenn abwechselnd auch mal hier irgendwelche Fische drin waren oder irgendwelche anderen. Toll. Adi Schatz. Guck, ich lasse es einfach auf den Stuhl zurück für dich. Kannst ja dann später, wenn du Bock hast, kannst du ja mal gucken. Adi. Stiegel. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke, eine neue Folge. Adi und der Bi-Adventskalender von Kalea. Aber erst der Karls-Adventskalender für Pupsi. Die hat in dem Türchen nämlich heute gehabt. Sonnengereift, natürlich lecker. Ostseesalz macht Speisen besser. Komisch, hatten wir letztens einen Spruch für was Leckeres und da war Ostseesalz drin, obwohl da was von Bonbons stand. Jetzt steht hier Ostseesalz drin, macht Speisen lecker und was ist da drin? Winterseife! Also, auch dieses Türchen ist falsch, wurde verwechselt. Sieht zwar aus wie Wasabi-Seife, ist es aber nicht. Also, ja, Inhalt vertauscht, mehrmals, nix passt zusammen. Inhalt ist verschimmelt, verdorben, also der Karls ist auf jeden Fall der beste Adventskalender, den Pupsi je gekriegt hat. Frage an euch, ich habe gehört, es gibt sogar Leute, die auch den Karls Adventskalender haben. War bei euch der Kuchen, der Schokokuchen in dem Glas auch verschimmelt? Ist das überall so? Vielleicht soll der dann sogar so sein. Wir kommen jetzt hier heute zu unserem Bier. Und schon beim Rausnehmen habe ich oben gesehen, da ist der Kronkorken drauf. Und da ist eigentlich so ein Etikett, so ein Dings drüber gemacht und nach oben gebogen. Das soll eigentlich gut aussehen. Sieht aber nicht gut aus, weil es einfach nicht mittig ist. Es ist einfach an den Rand geschoben und verkrüppelt. Das gibt Punktabzug. Dann allein die Form der Flasche. Der Hermesmann lenkt mich gerade ab unten. Ich hoffe, der klingelt jetzt nicht. Dann habt ihr hier die Form von der Flasche. Braun, komisch, sieht aus wie eine kleine Sektflasche. Denkst du, hast einen Wein, einen Sekt, einen Wein, eine Flasche Olivenöl, irgendwas. Das erinnert mich absolut nicht an Bier. Da redet mich auch das Etikett nicht mehr, was hier dann einfach noch so drauf gewuchtet ist, wenn das nicht passt, wenn das alles hässlich ist. Da steht Stiegel, Columbus seit 1492, Salzburger Stiegel, das ist also aus Österreich. Und ein Pale Ale. Da kommt also alles Schlechte zusammen. Pale Ale? Yeah. Blöde Flasche, doofes Etikett, langweiliger Aufdruck. Macht eher was auf, ich bin edel, aber kriegt von mir komplett 0 Punkte. Würde ich einfach stehen lassen. Wenn ich das sehe, ich würde das niemals mitnehmen, niemals testen. Nicht auf einer Meile, nicht anderswo. Das ist mir einfach... Das will kein Bier sein. Das will kein Bier sein. Hier oben steht aber drehen und öffnen. Das heißt, wir brauchen gar kein Feuerzeug zum Öffnen, wir können es einfach aufdrehen. Da bin ich mal gespannt. Ich zeige euch nochmal das Etikett, also hier Salzburger, Stiegel, Columbus, hinten steht auch nochmal goldgelb, hopfenfruchtig, frischer Charakter, Stiegelbrauerei zu Salzburg mit amerikanischen Hopfen, Simcoe, Citra und Kaskade. Trotzdem ist es also ein österreichisches Bier. 0 Punkte für Etikett. Wir machen mal oben auf. So, ihr habt es einfach mit der Hand jetzt hier aufgeschraubt mit so einem Drehverschluss. Wieso habe ich ihn jetzt dran gerochen? Wir müssen es doch erst einschenken. Ich sehe, wenn ich in die Flasche gucke, schon wieder, wie dreckig das aussieht. Wie da das ganze Material in der Luft steht. Also, das wird sicherlich jetzt auch bei der Farbe nicht gut abschneiden. Aber Pale Ale ist ja wahrscheinlich immer irgendwie ein bisschen trüb, weil da Plörre drin rumschwimmt. Ist aber auch Pale Ale geschmacklich nicht meins, farblich meistens nicht meins und naja, man ist meistens schon vom Namen abgeschreckt. Seid ihr Pale Ale Trinker, seid ihr IPA Trinker, dann meldet euch, schreibt es in die Kommentare. Ich guck's mir jetzt hier an, es sieht im Glas besser aus, als es eben in der Flasche aussah, weil in der Flasche ist so einzelnes Zeug rumgeflogen, jetzt ist es einfach komplett eine
trübe Note. Das geht sogar. Guckt euch das an. Guckt euch das an, weil hier, guck. Jetzt guck doch mal, guck, wie es da aufsteigt. Aber ja, das ist mir insgesamt zu hell. Das ist mir insgesamt zu trüb. Das kriegt von mir jetzt richtig radikal nur einen Punkt. Wäre es schön klar, aber zu hell, dann hätte es ja zwei Punkte. Wäre es schön kräftig und nicht klar, dann auch zwei Punkte. Aber so, es hat in beiden Kategorien nicht so gut, deswegen einen Punkt. Wir riechen mal kurz dran. Es riecht halt wieder richtig säuerlich herb. Es riecht wieder so richtig chemisch säuerlich herb. Beim ersten Geruch in der Flasche haben sich die Fußnägel hochgescrollt. Ich werde jetzt auch für den Geruch. Ich muss nochmal. Ich muss immer in die Flasche reinriechen. In der Flasche ist so. Jetzt riecht es wirklich einfach wie Öl. Wenn du dir schön Bruschetta bestellt hast und riechst dran und die ganze ölige Note hat alles eingenommen. So hat die Flasche gerade gerochen wie Bruschetta einfach nur. Ja, ich muss sagen, ich mag Bruschetta. Ich kann nicht einen Punkt geben. Ich gebe zwei Punkte trotzdem für den Geruch, weil das jetzt so ölig, Bruschetta-mäßig, chemisch, abartig gerochen hat. Kommen wir zum Geschmack. Solange wie du trinkst, merkst du, da ist irgendwas, was zu dir durchdringen möchte, aber beim Trinken kommt das nicht durch. Erst beim Absetzen kommt die böse Überraschung und dann, boah, die Seife hier, die Winterseife ist in dieses Bier reingefallen und es ist alles, schmeckt so nach Seife, es schmeckt so spülmittelmäßig, es ist einfach wieder... Dieses Pale Ale, dieses herbe, bittere, boah, das ist einfach gar nicht meins. Wenn es beim Trinken jetzt richtig abartig wäre und beim Absetzen abartig, dann wären es ja 0 Punkte. So finde ich, man kann es trinken, wenn man es mit einmal trinkt und hat einmal diesen abartigen Beigeschmack als Nachgeschmack. Reicht für mich, um noch einen Punkt zu geben für den Geschmack, aber insgesamt ist das dann wohl eins der schlechtesten Biere in dem Ding. Was auch aufgrund seiner Flasche, seines Designs, seiner Pale Ale-Artigkeit zuzuschreiben ist. Ach, jetzt sehe ich, wem der Schwarze da unten gehört, der immer meinen Parkplatz wegnimmt. Ja, warte, du Stiegel, du. So, wir werden den Rest mal ausdrehen, gucken, ob wir es überleben. Wenn du noch einen Rest so an der Lippe hast, die noch so ein bisschen feucht ist und du das so einfach mitnehmen möchtest, aber eigentlich auch nicht. Und dann merkst du, du nimmst es auf an der Zunge und die ganze Zunge ist einfach nur... Ah, das ist Pale Ale. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.